Ja, schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warentester, Shisha Olli und ich, Big to Be sind wieder für euch da. Wir haben ein neues Produkt vorzustellen, gibt es noch nicht lange auf dem Markt. Und ja, da es ein sehr, sehr schönes Produkt ist, wie wir finden, dachten wir uns, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und zeigen es euch mal direkt in einem Video. Und zwar geht es dieses Mal um das neue KS-Glasmundstück. Kurz den Rauch rauspusten hier. Das ist nämlich das 4Tube. Sieht man auch sehr schön durch die Spiralenform in der Mitte. Sind nämlich vier Stück zu sehen. Und das ist das Besondere an diesem Mundstück. Es ist sehr aufwendig hergestellt worden. Natürlich alles made in Germany und natürlich alles per Mund geblasen. So wie es auch sein sollte. Und ja, wie man auch schon schön erkennen kann, sehr, sehr schönes Mundstück. Und ganz vorne haben wir noch den Aufdruck KS Original. Und es ist auch eine Standardgröße, also nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich finde es perfekt. Man kann es hinten noch sehr gut anfassen und vorne ist auch noch genug Platz, um da dran zu ziehen. Und ja, wir werden es jetzt mal schnell hier testen, ob der Durchzug schlechter ist oder ähnliches, was viele Leute immer denken, dadurch, dass es hier ein bisschen kleiner wird, das Ganze, ja, dass es ein bisschen enger wird. Aber kann ich gleich sagen, das ist nicht der Fall. Der Fall wäre es nur, wenn es bloß ein einziges Rohr wäre in der Mitte, aber es sind ja vier Stück. Genau. Und selbst die Größe von der Öffnung noch, wo eben diese Spiralen anfangen, sind immer noch sehr groß. Da kann man jetzt nichts sagen. Und da es ja vier sind, wie der Olli schon gesagt hat, ist der Durchzug dadurch auch nicht schlechter. Also ich habe schon getestet mit einem normalen KS-Glasmundstück, wo ungefähr die gleiche Mundöffnung hat und gleichzeitig dann dieses dann noch benutzt und kein Unterschied spürbar. Und ja, also kann ich jetzt auch gleich nochmal bestätigen, also der Durchzug ist wirklich super, hängt natürlich nicht nur am Glasmundstück ab, sondern natürlich auch an der Shisha. In dem Fall haben wir hier die Kinemon SMS Shisha, da ist ja super Durchzug garantiert und daher habe ich auch einen guten Durchzug jetzt hier am Start. Ja, der Olli darf jetzt mal noch das Mundstück sich genauer anschauen und mal die Maße durchgeben. Erstmal kommen wir, jetzt schaue ich gerade mal, ob ich hier den normalen... Was halt geil ist bei diesem gedrehten, also sprich, dieses Mundstück wurde nicht gedreht, sondern diese, sagen wir mal, diese Rohre, wie es jetzt auf Deutsch übersetzt heißt, 4Tubes, wurde praktisch bloß jedes Rohr wurde im Prinzip einmal nach links gedrückt. Wenn man das nächste anguckt, wurde auch wieder nach links gedrückt. Deswegen gibt es so eine richtig geile Form, weil die Form gibt es im Prinzip nicht, weil die meisten wurden ja nur gedreht, wie man es von der vom Helix kennt. Die wurden im Prinzip bloß gedreht, also sprich, dann ist halt hier der Anfang und geht dann halt so runter und dann ist irgendwo rechts unten das Ende. Aber hier hat man im Prinzip oben den Eingang und genau gleichzeitig unten wieder den Ausgang. Und wie gesagt, nur in der Mitte wurde das gebogen, geblasen, je nachdem, also mit der Hitze. Und deswegen sieht es halt auch sehr einzigartig aus. Also gefällt mir auch sehr gut, ja, wie das gemacht ist. Als Größenvergleich kann ja der Olli mal kurz noch das Glasmundstück nehmen. Das ist ein bisschen länger. Das müsste nämlich 40 cm haben. Und da sieht man gleich, es ist ein bisschen kleiner, das Ganze. Genau. Was ich aber auch gut finde. Weil, ich sag mal, ein Standard-Glasmundstück hat ungefähr immer diese Größe. Ich sag mal so, die Rohre selber würde jetzt mal fast auf einen halben Zentimeter schätzen, also maximal so 5 mm Durchmesser. Und wenn man wirklich die vier zusammenrechnet, sind wir dann bei 2 cm. Also sprich, deswegen kann da der Durchzug nicht vermindert werden. Da ist eher wirklich das die engste Stelle von diesem Glasstück, weil oben ist ja auch wesentlich wieder breiter. Genau. Und also wenn wir jetzt so die engste Stelle mal messen sollten, mal gucken. Also die engste Stelle an diesem Glas, würde ich jetzt persönlich sagen, liegt bei 10 mm unten. Also 1 cm. Genau, und das Mundstück oben hat... Bisschen mehr, glaube ich. Hat 11 mm, also gerade mal 1 mm mehr. Wie gesagt, gefühlte 5 mm Durchmesser, diese Röhrchen. Aber wie gesagt, wenn wir alle vier zusammen, jetzt sind wir dann bei 2 cm circa. Und das komplette Glas haben wir an der normalen Stelle, sind wir bei 26 cm. 26 mm.
26 mm, genau 2,6 cm. Und dass er in der Mitte durch diese Biegung noch ein bisschen breiter schätzungsweise wird, liegen wir da bei 2,9 cm insgesamt. Also in der Mitte ist wirklich am breitesten. Und was hat eine? Eine hat, mal gucken, was hat die Wandstärke, ein Rohr, liegt bei 9 mm. Super. Also wie gesagt, deswegen würde ich fast sagen, einen halben Zentimeter. Also kann man sagen, ist eine Säule von denen, sage ich jetzt mal, fast genauso breit wie hier das Anschlussstück vom Schlauch, also vom Mundstück. Also fast genauso ein Millimeter weniger. Und vorne haben wir 1,1 Zentimeter. Und das ist auch wirklich viel. Da braucht man auch wirklich nicht mehr. Also das passt. Die Gesamtlänge von dem Mundstück beträgt... guck mal, dass wir genau sind. 33 cm passt. Hat eine perfekte Länge, wie ich schon gesagt habe. Und passt für Silikonschläuche und natürlich auch für Silikonschläuche mit Sleeve wunderbar. Hält auch mit Sleeve noch recht gut, muss ich sagen. Also da muss ich schon stark dran ziehen, dass es weggeht. Die Reinigung gestaltet sich auch recht einfach. Einfach mit Wasser durchspülen, eventuell hier eine Schlauchbürste nehmen für obere Hälfte und da unten setzt sich eigentlich nie was ab. Also das geht normalerweise mit ganz normalem Wasser wieder raus. Also da hatte ich auch bis jetzt mit anderen Mundstücken nicht das Problem, die auch eine ähnliche Form hatten wie dieses jetzt. Ansonsten ein sehr guter Tipp, was ich schon getestet habe mit jedem Glasschlauch, was ich bis jetzt gehabt habe, auch beim Mehmet daheim. Könntest du problemlos, wenn es von der Höhe passt, in die Spülmaschine reintun. Die werden blitzblank sauber, das ist der Wahnsinn, wie nach dem Kauf. Also so als kleiner Randtipp, das Glas hält es locker aus, weil normale Gläser, sage ich mal, sind teilweise nicht so hochwertig, wie wirklich manche Shisha-Schlauchgläser und so was. Wenn man so hier das Glas hier anguckt, das ist auf keinen Fall keine 9 mm, ja, also von dem her. Deswegen, also ihr könnt sie normalerweise gefahrlos in die Spülmaschine tun, nur das lange, schätze ich mal, wird problematisch, wenn man dann zwei Schubladen drin hat, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Aber die Größe haben wir eigentlich problemlos reingekriegt. Da reinstellen am besten, wo das Besteck drin steht und fertig, dann spült es gescheit durch. Und wie gesagt, wir mussten nichts nachputzen, die wird wirklich komplett, also diese weiße Punkte, wie ihr vielleicht gesehen habt, vom Nikotin ganz am Anfang, vom Schlauch, also oben, wo man zieht, das ist komplett weg. Also man muss wirklich nichts mehr nachreinigen. Ja. Also oder einfach mit der Hand spülen. Die Reinigung gestaltet sich eigentlich recht einfach für bei dem Mundstück, da kann man jetzt nichts sagen. Ja, für alle, die es interessiert, zu kaufen gibt es das Ganze bei mir im Shop, also shop.shishaforever.de. Preislich natürlich, da es ein aufwendigeres Mundstück ist wie die anderen Standardmundstücke, ohne jetzt großartige Verzierungen oder sonstiges, ohne Spiralen und so weiter, liegt das jetzt bei 34,90 Euro. Ist angepasster Preis. Es gibt noch andere Hersteller, die auch sowas anbieten. Da sind die Preise ähnlich. Also ist es ein ganz normaler Preis für so ein aufwendig geblasenes Mundstück. Und die Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall raus für das Produkt. Ich finde es top. Rauche sehr, sehr gerne damit. Und preislich muss jeder selber wissen, wie viel er für ein Mundstück ausgeben möchte. Aber wie gesagt, also die Qualität ist wirklich sehr gut. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr hochwertiges Glas und Made in Germany kommt noch dazu und daher finde ich den Preis auch in Ordnung. Gut, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende für heute und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und euer Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin, eure Shisha-Warentester sagen danke, servus!